Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir in Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns den Höckerling Vector 570 an für einmalige 60.380 Euro Anschaffungskosten sowie 10 Euro Runterhaltskosten am Tag. Es wird eine benötigte Leistung von 350 PS gebraucht und hat eine Arbeitsbreite von 7 Meter. Mit dem Höckerling Vector 570 können Sie professionelle Bodenbearbeitung betreiben. Sehr schön. Modell und Textur. Ja, hier haben wir das gute Stück, den guten Gruber. Ich sage immer wieder, Gruber hat an sich immer nur eine Funktion oder hat nicht, kann ja nicht so viele Funktionen haben, aber das Modder versuchen hier sehr viel Markenvielfalt noch mit reinzubringen, abgesehen von den Standarddingern, die drin sind, finde ich immer eine sehr gute Sache. Und man muss sagen, das Modell gefällt mir schon mal vom Grundaufbau sehr schnieke, hat eine gewisse Größe, ist mal was Neues, hat auch wie gesagt typisch die Zögerlenk dieses Blau. Das muss man auf jeden Fall lassen. Hier im aufgeklappten Zustand hat das auf jeden Fall schon was. Das sieht wirklich sehr, sehr schnieke aus. Alles modelliert, alles dementsprechend lackiert. Auch die Anschlüsse passen hier ohne Probleme, wenn wir das Ganze jetzt gleich auch mal hier noch zusammenklappen. Und da sehen wir keine Clipping-Fehler oder sonstige Probleme. Da backt nichts durch. Hat auf jeden Fall schon was. Und dass man hier 350 PS unter dem Hinter haben muss, das vermittelt man schon beim Modell. Muss man lassen. Wirklich sehr, sehr schnieke Sache. Ja, ansonsten gibt es darüber eigentlich auch gar nicht so viel zu erzählen. Wie gesagt, hier die Anschlüsse passen. Beim Auf- und Zugleiben gibt es keine Clipping-Fehler. Ansonsten wollen wir das Ganze auch mal anleuchten. Sieht das eigentlich schon ganz, ganz schnieke aus. Selbst das Höckerling hier sieht man sehr, sehr gut. Reifen sind in Ordnung, ohne Probleme. Deswegen gibt es auch hier für Modelle und Texturen von meiner Seite her 5 von 5 Sternen. Ja, kommen wir mal zu den Funktionen. Da muss ich aber gerade erst mal gucken. 350 PS, da sieht man nämlich, der ist gar nicht dafür geeignet. Da brauche ich noch etwas Stärkeres. 350, 320. Ja, also entweder den Case oder hier ne, dann den Smartrix oder halt schon den 9er. Obwohl ich sagen muss, ist vielleicht schon auch ein bisschen übertrieben. 350, 320. Na gut, wir halten uns einfach mal dran und nehmen halt mal hier den Case. Ist vielleicht dann doch ein bisschen heavy. 350 PS für das gute Stück. Ich meine, gut, sind 7 Meter. Laut dieser Beschreibung hier. So, das da auf jeden Fall. Er zieht schon mal ohne Probleme mit Höchstgeschwindigkeit. Im normalen Zustand. Dann mit X klappt er das Ganze auf. Sollte soweit eigentlich selbsterklärend sein. Und dann fahren wir einfach mal jetzt hier hin. Mit V senkt er das Ganze. Und dann geht die Party los. Und hier, selbst er schafft das jetzt mit 17 im Durchschnitt. Das ist schon mal eine sehr gute Zahl. Gut, es geht auch abwärts, davon abgesehen. Aber da macht er auf jeden Fall schon mal alles sehr gut. Ansonsten jetzt so animationstechnisch, partikeltechnisch hat sich jetzt hier nichts verändert. Schalten wir das Ganze mal auf den Helfer. Gut, der Helfer akzeptiert das ebenfalls und macht das, was er soll. Wunderbar, wunderbar. Boah, da würde ich sagen, macht er ja eigentlich alles das, was er machen soll. Ich will einsteigen, bitte. Kommt doch ohne Probleme eigentlich damit zur Rande. Nimmt die volle Arbeitsbreite mit. Sehr, sehr gut. Eventuell können wir die Bestzahl nochmal anpassen, weil ich glaube, an den New Holland, an den T8, müsste das eigentlich auch gehen. Gut, der hat jetzt im Endeffekt nur 30 PS weniger. Ich denke mal, mit Gewicht kann man das sicherlich was ausgleichen, aber ansonsten finde ich jetzt 350 vielleicht auch ein bisschen zu hoch, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten macht der Gruber ja das, was er machen soll. Und somit gibt es auch für Funktionalität zu 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Lok. Der Lok ist fehlerfrei und somit gibt es auch für Lokfehlerfreiheit 5 von 5 Sternen. Persönliche Meinung bzw. Performance. Performance-technisch gibt es ja gar nichts anzusetzen. Polygon und RAM, V-RAM-Anzahl ist soweit alles in Ordnung. Nicht der Rede wert. Und als persönliche Meinung, wie gesagt, es ist ein Gruber. Und er macht das, was er machen soll. Wer halt unbedingt auf Höckerling steht, beziehungsweise halt allgemein sich mehr Markenvielfalt in LS wünscht, soll hier zuschlagen. Für alle anderen ist es halt nicht, ne? Aber muss jeder selber wissen, sage ich mir immer wieder. Ich finde es nicht schlecht. Deswegen gibt es auch für persönliche Meinung, beziehungsweise Performance 5 von 5 Sternen.
Somit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 20 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 5, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne wollt ihr euch immer downloaden, Link in der Videobeschreibung beim Modder bedanken, beziehungsweise eben Verbesserungsvorschläge für die nächsten Versionen da lassen. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.